In Lukas 4 lesen wir, dass Jesus aus seiner 40-tägigen Fastenzeit aus der Wüste zurückkehrt in der Kraft vom Heiligen Geist. Und er ist in der Synagoge in Nazareth aufgestanden und hat verkündet: Der Geist vom Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen, ein Gnadenjahr vom Herrn. Und so wie Jesus in seiner Fastenzeit eine Bevollmächtigung vom Heiligen Geist erfahren hat, so brauchen auch wir eine Ausgießung vom Heiligen Geist, für unseren Auftrag zu erfüllen. Und so lasst uns in den Fußstapfen von Jesus nachfolgen und uns ausstrecken nach einer Ausgießung vom Heiligen Geist. Vater, wir bitten dich, dass du deinen Geist über uns ausgießest. Befeige du uns, Heiliger Geist, umkleid du uns mit Kraft aus der Höhe, für die Kranken zu heilen, die Zerbrochenen wiederherzustellen, damit wir Jesus authentisch repräsentieren können.